Hier ist der Podcast zur Berateraffäre. Wie immer am Mikrofon, im Studio ist Patrick Pehl. Es ist mittlerweile die 20. Episode dieses Podcasts. Ganz ehrlich, vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir die 20 überhaupt schaffen. Aber wir haben es geschafft und wir haben sogar heute die 7. Episode unseres Sommerprogramms. Das Sommerprogramm ist ja immer mit Interviews versehen und so auch heute wieder. Tobias Lindner ist mein Interviewgast gewesen und er ist Verteidigungsexperte der Grünen-Fraktion. Ob er das auch so sieht, das war meine allererste Frage, aber zunächst wieder zu dieser neu gegründeten Tradition, nämlich des Dankes. Wir haben uns entschieden, jedem, der uns eine Aufmerksamkeit zukommen lässt, einen kurzen Dank in der Episode zu geben. Und da wir noch nicht wissen, ob die Nachnamen genannt werden sollen, das könnt ihr gerne immer mit dazu schreiben, nehmen wir jetzt einfach nur den Vornamen. Und zwar ist das diesmal Detlef, Laura und Ogün. Das freut uns alle sehr und das hilft uns, dieses Programm hier zu machen. Es müssen aber noch viel mehr Unterstützer werden. Wie das geht, erfahrt ihr auf unserer Website berateraffäre.de und dann auf den Unterstützen-Button drücken oder einfach berateraffäre.de/spenden. Dort findet ihr auch unseren Steady-Button und in den Shownotes findet ihr ebenso den Steady-Button oder einfach am allerbesten die direkte Überweisung von ein paar Talern. Wir danken euch ganz herzlich dafür und nun auf ins Sommerinterview mit Tobias Lindner von den Grünen. Also ob ich ein Experte bin, müssen immer andere beurteilen, aber ich spreche zumindest für meine Fraktion. Ich würde direkt mal mit einer kleinen neckischen Frage anfangen und zwar, Sie haben ja Zivildienst geleistet, ne? Ich habe Zivildienst geleistet, ja. Wie kommt es denn dazu, dass man dann den Verteidigungsausschuss macht? Und Sie waren ja vor kurzem sogar auch nochmal Soldat für ein paar Tage, ne? Das ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin ja 2011 im Deutschen Bundestag nachgerückt. Mhm. Und wenn man Nachrücker am Anfang ist, ist ja die Frage, in welchen Ausschuss darf man? Nicht unbedingt ein Wunschkonzert. Ich habe mir damals gewünscht, einen Haushaltsausschuss zu dürfen, weil ich in der Kommunalpolitik mich schon mit Haushaltsfragen beschäftigt habe. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler von Beruf. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann wochenlang verhandelt, dass ich da rein darf. Und dann hieß es, naja, aber nur unter der Bedingung, dass du den Einzelplan 14 machst. Was ist das? Genau, ich habe dann gesagt, ja, mache ich und habe mich dann umgedreht und die gleiche Frage wie Sie gestellt, was ist das überhaupt? Und dann ist mir zugeflüstert worden, das ist der Wehretat. Und so kam ich wie die Jungfrau zum Kind zur Verteidigungspolitik, war dann am Anfang die ersten 2 Jahre stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss, habe dann Blut geleckt, habe gemerkt, das ist doch eigentlich ganz spannend, hier geht es um eine Menge Geld, es geht auch um ein Thema, wo ich finde, das kann man nicht privatisieren, äußere Sicherheit ist ein öffentliches Gut per se. Mhm. So kam ich zu dem Thema, bin jetzt seit 2013 reguläres Mitglied im Verteidigungsausschuss, seit dieser Wahlperiode Sprecher meiner Fraktion. Und ich habe mir dann vorgenommen, nach 8 Jahren, wo ich mich jetzt hier im Deutschen Bundestag mit dem Thema befasse, zu sagen, okay, ich will auch mal eine Innensicht noch aus der Bundeswehr haben. Und habe jetzt vor wenigen Wochen an einer 5-tägigen Veranstaltung für zivile Führungskräfte teilgenommen, das heißt, man trägt da 5 Tage tatsächlich Uniform, ist auch 5 Tage rein rechtlich Soldat. War ganz spannend, in der Rückschau 18 Jahre, nachdem ich den Wehrdienst verweigert habe, zu schauen, wie kann ich die Verweigerung zurücknehmen. Ich glaube, das kritische Verhältnis habe ich mir trotzdem bewahrt zur Bundeswehr, aber es waren spannende Einblicke, die paar Tage. Stelle ich mir auch irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal schwierig vor, wenn man Soldat ist und freier Abgeordneter gleichzeitig. Geht ja nicht so richtig zusammen eigentlich. Also, ne? Natürlich gibt es in den 5 Tagen da auch Spannungsfelder. Natürlich gucken einem auch Vorgesetzte immer genau durch beide Brillen an. Einmal der Untergebene, einmal der Abgeordnete. Mhm. Deswegen ist ja auch sinnvoll, dass es jetzt 5 Tage war. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, Soldaten sind Staatsbürger in Uniform. Und ich kenne genug Soldaten, die sich in verschiedenen Parteien engagieren, auch in Gemeinderäten sitzen. Ich kenne auch bei den Grünen einige Soldaten, die in meiner Partei engagiert sind. Passt ja farblich. Passt farblich, passt auch manchmal inhaltlich. Nicht immer, aber ich glaube, man kann
Staatsbürger in Uniform zu sein und militärische Gewalt immer nur als äußerstes Mittel zu begreifen, das muss kein Widerspruch sein. Von daher, ich glaube, das ist lösbar. Würden Sie sagen, dass Sie immer noch Pazifist sind oder dass Sie Militarist sind oder waren Sie das jemals? Ich war in meinem Leben nie ganz Pazifist. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, also ich habe zwei Maximen. Die erste Maxime ist, wenn immer ich es kann und solange ich es kann, soll da ein Staat Gewalt im Innern wie im Äußern ausschließen. Also wenn man zu Gewalt greift, wenn Polizisten jemanden fesseln muss, wenn ein Polizist auf jemanden schießen muss oder wenn ich Militär in Gang setze, ist ja meistens vorher eine Kette lang von Ereignissen was schiefgelaufen. Also der Einsatz von militärischer Gewalt ist meistens ein Eingeständnis, dass man in der Prävention eines Konfliktes zu schlecht war. Mhm. Und ich bin immer vorsichtig damit, nach der Bundeswehr zu rufen. Aber ich glaube, wir haben schmerzhaft lernen müssen, dass es Situationen geben kann, wenn es darum geht, Völkermord zu verhindern, wenn es darum geht, für die Einhaltung von Menschenrechten zu streiten. Sie sind genau in der Zeit in die Grünen eingetreten, als es um so kritische Fragen ging, Irakkrieg etc. Ich bin im September 1998 Mitglied der Grünen geworden. Mhm. Und der Kosovo-Krieg ging, ich glaube, im März 1999 los. Mhm. Das war keine einfache Zeit. Ist auch heute für die Partei nicht einfach, aber ich glaube, es war für uns lehrreich und wir haben uns mehr als manch andere Partei damit auseinandergesetzt. Also unter welchen Umständen sind wir denn bereit, ein Mandat für die Bundeswehr im Bundestag zuzustimmen? Oder später einfach nur? Später zuzustimmen? Nein, später sich damit auseinandersetzen müssen. Das glaube ich nicht unbedingt, weil 1999 der Kosovo-Einsatz war ja der erste große Einsatz der Bundeswehr. Wenn man jetzt mal von Somalia, wenn man von Bosnien absieht, da haben viele Parteien für sich diskutieren müssen, weil ich finde, man darf ja auch die Bundeswehr nicht leichtfertig ins Ausland schicken. Da muss man für sich irgendwie einen klaren Kompass haben. Mein Kompass ist nie alleine, immer in einem Bündnis und immer auf der Basis des Völkerrechts. Das heißt, in meisten Fällen auf Basis des Beschlusses vom UN-Sicherheitsrat. Heißt aber, Sie wären jetzt auch nicht dafür gewesen, die Bundeswehr mit den Franzosen und Briten nach, ich glaube, Ägypten war das, zu schicken, ne? Ich sehe da keinen Grund, warum die, oder meinen Sie jetzt Libyen vermutlich? Oder Libyen war das, genau. Ja, weil es war, also man kann ja an der FDP, am FDP-geführten Außenministerium in der schwarz-gelben Koalition von 9 bis 2013 viel kritisieren, aber die Entscheidung, vor allem von Herrn Westerwelle, sich nicht militärisch in Libyen zu beteiligen, die hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Das muss man ganz klar sagen. Haben Sie ein Motto? Sie haben schon gesagt, Sie haben eine Maxime, aber haben Sie ein Motto für Ihre Politik oder vielleicht auch für Ihr ganzes Leben? Mit Mottos muss man da, glaube ich, vorsichtig sein, aber politisch will ich so handeln, dass wir Probleme so lösen, dass unsere Lösung nicht morgen ein neues Problem ist. Und das nennt man Nachhaltigkeit. Also man diskutiert in der Politik ja häufig drum, da gibt es ein Problem. Dann erwartet man von der Politikerin oder dem Politiker, löst das Problem bitte. Und ich finde, wir müssen vorsichtig sein mit populären oder vorschnellen Lösungen. Meistens, soll bei der Bundeswehr versucht man Probleme im Moment damit zu lösen, indem man Geld drauf wirft. Und einfach sagt, wir geben mehr Geld aus, dann wird es sich schon lösen. Wir sehen heute, dass die Bundeswehr größer ist, teurer ist, aber es ihr im Zustand nicht viel besser geht als 2011, wo ich in den Deutschen Bundestag kam. Ich würde jetzt auch direkt mal in die Sache reingehen und zwar würde ich mir mal gerne von Ihnen eine Antwort hoffen auf die Frage, was ist das Ziel dieses Untersuchungsausschusses, mit dem wir uns beschäftigen? Also wenn aus Ihrer Sicht? Ja, wenn man es runterbrechen will, muss man sagen, dieser Untersuchungsausschuss muss die Arbeit machen, die das Verteidigungsministerium leider nicht machen wollte, nämlich Verantwortlichkeiten bei der Berateraffäre klären. Also zum einen klären, was ist eigentlich vorgefallen? Dann die Frage nach dem Warum beantworten, also mit welcher Motivation haben denn die verantwortlichen Personen gehandelt? Warum hat man beispielsweise einer Firma, der Firma Accenture, Aufträge gegeben und sich sehr auf die Firma kapriziert? Und natürlich muss man am Ende, da geht es weniger um die Schuldfrage, aber um die Frage von Verantwortlichkeit. Also wer hat das Ganze flapsig gesprochen verbockt und muss dafür im Zweifel auch die Konsequenzen tragen? Vielleicht ein Satz hinterher, das ist eigentlich alles eine Aufgabe, die hätte das Verteidigungsministerium bei seinen internen Ermittlungen klären sollen. Sie sprechen auf Herrn Conradi an. Ich spreche auf Herrn Conradi an, ich spreche auf den Ermittlungsbericht an, der da im Verteidigungsausschuss übergeben wurde. Und wenn man den liest, hat man eher den Eindruck, da hat man zwar ermittelt, aber am Ende sollte nichts rauskommen. Und am Ende ist so eine Verantwortungsdiffusion entstanden. Alle waren es, aber niemand richtig. Das war für mich das auslösende Ereignis, zu sagen, jetzt muss das Parlament aktiv werden. Und wollen Sie Herrn Conradi nochmal als Zeugen hören?
Also ich glaube, ganz klar wird Herr Conradi mindestens noch einmal aussagen müssen. Mhm. Er hat ja in seiner Aussage, haben wir ihn ja befragt, wie hat er als Leiter der Verwaltungsermittlungen versucht, die Sache aufzuklären. Ja. Ich finde, es hat sich, haben sich doch Widersprüche ergeben, weil wir wissen jetzt aus folgenden Aussagen schon, dass man sehr wohl Zeuginnen und Zeugen gehört hat, die gesagt haben, wir haben von oben Vorgaben bekommen. Wir wissen auch, dass es wohl Prüfungen gab, schriftliche Dokumente gab über die Frage, sind Disziplinarermittlungen notwendig? Also der Konteradmiral Nelte als Leiter des Stabes Organisation Revision hat als Zeuge durchaus von Dokumenten, von Vorprüfungen gesprochen. Ja. Ich kenne die Dokumente bis heute nicht, um ehrlich zu sein. Das steht für mich in einem Widerspruch zu dessen, was Herr Conradi ausgesagt hat. Nämlich gemeint hat, alles, was geprüft wurde, ist im Rahmen des Verwaltungsermittlungsberichts geprüft worden. Aber es ist ja nicht richtig geprüft worden, wie Sie gerade gesagt haben. Es ist nicht richtig geprüft worden und ich würde gerne Herrn Conradi eben mit den Aussagen, beispielsweise wie sie Herr Nelte getroffen hat, konfrontieren. Weil warum laden Sie ihn denn nicht einfach? Also wir haben jetzt mal ein Arbeitsprogramm bis zur Sommerpause. Mhm. Ich glaube, das beschäftigt uns auch. Auch der Donnerstag wird lang werden. Und ich glaube, das Beste, was man da machen kann, ist einmal das sacken zu lassen, sich dann zu überlegen, okay, wie machen wir weiter? Also wir haben ja am Anfang geglaubt, man könnte das Ganze bis zur Sommerpause abschließen und am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause dann mit der Ministerin quasi die Zeugenvernehmung abschließen. Ja. Wenn man ehrlich ist, der Berg dessen, was abzuschichten ist, der ist weitaus größer, als auch ich mir am Anfang vorgestellt habe. Auch die Menge an Widersprüchen ist größer. Würden Sie den Untersuchungsausschuss nochmal starten? Ja, ganz klar. Da ist, man ist ja in dem Moment, also das Wort Untersuchungsausschuss ist ja einfach gesagt. Und wenn dann die Arbeit losgeht, hat man ja auch eine Selbstskepsis, sich zu fragen, okay, wie viel wird rauskommen? Ja. Mein Eindruck ist, es ist heute schon mehr rausgekommen, als ich mir erwartet hätte. Wir wissen heute schon im Detail besser, wo es Verfehlungen gegeben hat. Die Menge der offenen Fragen ist eher größer geworden. Und ganz klar, ich würde den Untersuchungsausschuss zu jedem Zeitpunkt nochmal starten. Sie sagen, die Menge ist größer geworden. Schaffen wir es überhaupt bis zum Ende der Legislatur? Wir gehen jetzt mal davon aus, es wird nicht neu gewählt. Also wir müssen es bis zum Ende der Legislatur schaffen. Es ist ja festgelegt, auch Untersuchungsausschüsse. Kann man nicht ins Blaue hineinmachen. Man muss ja auch zum Ergebnis, zu einer Wertung kommen. Ich sage ganz offen, mein Ziel ist sogar, dass wir am Jahresende irgendwie mit den Zeugenvernehmungen durch sind. Das wäre meine nächste Parlament Frage gewesen. Parlament muss ja auch beweisen können, dass es in der Lage ist, zeitnah sowas aufzuklären. Das wird ein bisschen davon abhängen, was die folgenden Zeugen aussagen. Das wird auch ein bisschen davon abhängen, wie arbeitswillig andere Fraktionen sind. Ich habe auch kein Problem zu sagen, wir treffen uns mal in einer sitzungsfreien Woche und machen 2-3 Tage hintereinander Vernehmungen, weil ich schon in einem Zeitraum von 12 Monaten auch zum Ergebnis kommen will, zum schriftlichen Abschlussbericht. Das Wichtige beim Untersuchungsausschuss ist ja nicht nur irgendwie mit dem Finger auf die Personen deuten zu können, die Verantwortung tragen. Das Wichtige ist ja auch nach vorne geblickt, feststellen zu können, was sind denn die Lehren, die wir rausziehen? Wie können wir in Zukunft vermeiden, dass sich sowas nochmal ereignet? Kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwie absehen, was der Lehre sein könnte? Also eine Lehre muss, glaube ich, sein, erstmal bessere, klarere Verantwortlichkeiten. Also wir wissen ja jetzt schon aus Zeugenvernehmungen, das Ministerium hat das Beschaffungsamt in Koblenz sehr unter Druck gesetzt, hat es quasi als Arbeitsmuskel gebraucht und in Teilen auch missbraucht. Man schiebt jetzt nach Koblenz die Verantwortung und sagt, die hätten prüfen müssen, die hätten doch nachschauen müssen, darf man's? Wir haben bei den letzten Zeugenvernehmungen die Unterabteilungsleiterin Totta erlebt, die gesagt hat, Koblenz hätte ganz klar prüfen müssen. Wir haben gar nicht die Kompetenz als Planungsabteilung für Vergaben. Andererseits ist es die gleiche Planungsabteilung, die ganz enge Vorgaben gemacht hat. Also wie man dann prüfen soll, wenn man im Detail Vorgaben macht und denen in Koblenz überhaupt keinen Handlungsspielraum lässt, sie unter Zeitdruck setzt. Das war ja kurz vor Weihnachten damals, wo es hat erfolgen sollen. Dann ist für mich klar, wir brauchen klarere Verantwortlichkeiten und wir müssen eigentlich den Frauen und Männern, die in Koblenz ihren Dienst tun im zivilen Bereich, eher den Rücken stärken, die eher ermutigen, denen auch die Zeit geben, sauber zu prüfen, ergebnisoffen zu prüfen, auch Widerspruch mehr gegen das Ministerium zu wagen. Das ist für mich das eine. Und das andere ist, man sieht ja vor allem beim Projekt PLM, Product Lifecycle Management, das ist ein Projekt, das von oben gestartet wurde. Es ist nichts, wo irgendwie der Apparat mal gesagt hat, ey, wäre mal sinnvoll, wenn wir was tun, wie Normalprojekte entstehen.
Und wenn man sowas macht, also wenn quasi aus der Spitze des Ministeriums der Anstoß kommt, muss man, wenn man Berater ruft, ja, viel klarer im Vorfeld umreißen, was sollen die tun, was ist eigentlich deren Auftrag und wie wollen wir die Ergebnisse verwerten. Für mich scheint das Projekt eher so eins gewesen zu sein, man lässt sich mal beraten, aber relativ unklar, was im Detail und was man damit macht. Und das ist dann nicht mehr als verbranntes Geld. Würden Sie sagen, dass der Impuls aus dem Ministerium kam oder von woanders? Also bei PLM wissen wir zumindest, dass die Anfänge im Ministerium lagen. Mhm. Wir wissen, dass es Besprechungen gab auf Einladung des ehemaligen Abteilungsleiters Herrn Mühleck. Dann hat Herr Bühler übernommen, das wissen wir alles. Woraus die ihren Impuls gezogen haben, wie die auf die Idee kamen, das ist was wir noch aufklären müssen. Also ob sozusagen die selbst drauf kamen oder ob jemand Drittes denen den Anstoß gegeben hat. Das ist genau eine der offenen Fragen, die wir jetzt auch klären wollen. Wie kamt ihr auf die Idee, PLM zu machen? Wie kamt ihr auf die Firma Accenture? Mhm. Warum ist Accenture, warum habt ihr in die Vorlage geschrieben, zu prüfen, ob man es mit Accenture machen kann? Ja. Habt ihr gewusst, dass es keine andere Firma gibt? Oder gibt es irgendwelche anderen Gründe? Das sind genau, also die Frage nach der Motivation, nach dem Warum, ist für mich eins der großen Fragezeichen, das noch vor uns liegt. Es gibt ja die Legende, dass Herr Bühler und Herr Nötzl sich auf der Airshow in Paris da irgendwie mal zum ersten Mal drüber unterhalten hätten. Also wir wissen, dass sie sich wohl auf der Airshow in Paris getroffen haben. Herr Bühler hat ja vom Verteidigungsausschuss in der Sondersitzung dieses Treffen verneint, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Während es Medienberichte darüber gibt, dass Herr Nötzl in einem firmeninternen Blog von einem Treffen geschrieben hätte. Ja. Wird ein Punkt für die Zeugenbevernehmung von Herrn Bühler und Herrn Nötzl sein, das näher aufzuklären. Und man wird natürlich auch die Rolle von Herrn Mühleck aufklären müssen, dem ehemaligen Abteilungsleiter Cyber, der wohl zum ersten Impulstreffen geladen hat, wo ja auch Firmen, mhm, Siemens, Airbus, aber eben auch Accenture dann später in weiteren Treffen zu Gast waren. Ja. Also woher der Impuls kam, sagen wir, mach da mal was. Das wird eine der spannenden Fragen sein. Auch warum er mit dem A400M anfangen wollte, als quasi Pilotvorhaben, ja, obwohl die Beamten in Koblenz, die sich tagtäglich mit dem A400M befassen, gesagt haben, der ist gar nicht dafür geeignet oder sie würden zumindest damit wegen der Datenstelle nicht beginnen. Mhm. Wie bereiten Sie sich dann auf so einen Ausschusstag vor? Also zweierlei. Einmal immer rückschauen. Das ist immer, glaube ich, gerade, Sie erleben es ja auch, wie lange Zeugenvernehmungen gehen, dass man sich danach einmal, gut, als Abgeordneter kann ich mich nicht ausschlafen, weil meistens um 7.30 Uhr die Welt dann weitergeht. Aber dass vor allem die Mitarbeiter ausgeschlafen und ich mit einem gewissen Abstand, dass wir erstmal auswerten, was wissen wir bisher. Ja. Was sind so unsere 3, 4 Hauptpunkte, die wir aus einer Zeugenvernehmung mitnehmen? Mhm. Dass man also mal klar im Film ist und vor lauter Bäumen auch noch den Wald sieht, um in dem Bild zu bleiben. Das andere ist natürlich lesen wir Akten, natürlich durchsuchen wir Akten. Mhm. Und eine Zeugenvernehmung bauen wir quasi auf, dass wir einmal immer blicken, was wissen wir aus der Vergangenheit, was wissen wir von vorangegangenen Zeugen, mit was wollen wir dann die Zeugin oder den Zeugen daraus konfrontieren und was wissen wir aus dem Aktenbestand. Aber ich will nicht verhehlen, jede noch so gute Vorbereitung, so eine Vorbereitung wird sagen, pro Zeuge habe ich 20 Seiten mit Fragen und Vorhalten auf dem Tisch liegen, jede noch so gute Zeugenvernehmung bringt nichts, wenn man nicht in der Situation der Vernehmung geistig fit bleibt. Also das läuft ja quasi nicht nach Plan ab, sondern ich muss ja immer, wenn ich Fragen stelle, mir überlegen, was haben die Kolleginnen und Kollegen vor mir gefragt? Ja. Was hat der Zeuge oder die Zeugen geantwortet? Erkenne ich da einen Widerspruch? Also ich will mal behaupten, geistige Präsenz im Moment der Befragung, ja, ist extrem viel wert und ist essentiell. Und man muss dann auch den Mut haben, vom eigenen Konzept mal abzuweichen, mhm, und zu sagen, okay, mein Bauchgefühl verrät mir, ich muss jetzt aber mal in die Richtung gehen. Würden Sie sagen, es gibt eine Fraktion, die das so ein bisschen boykottiert und dafür sorgt, dass die geistige Fitness, sagen wir mal, ermüdet? Also ich will jetzt nicht mit dem Finger auf andere Fraktionen zeigen. Aber machen Sie doch mal. Nein, das ist, wir haben ja als Parlament eine Gesamtaufgabe, nämlich die Sache aufzuklären. Man merkt schon, dass das ist, glaube ich, dann Ihre Aufgabe, das zu werten. Man merkt schon, dass Fraktionen unterschiedlich tief im Aktenbestand drin sind. Das ist das eine. Man merkt auch, dass Fraktionen mit unterschiedlichen Strategien eine Zeugenbefragung aufbauen. Hm. Ich versuche immer, weil ich sage, das sind nicht 6 getrennte Befragungen bei 6 Fraktionen, ich versuche immer oder meistens aufzubauen an dem, was zuvor gefragt wird. Und da auch irgendwie einen roten Faden reinzukriegen.
Oft ist es in einigen Fällen gelingt. Manche Leute denken, dass ich dann auch sehr speziell frage, aber manchmal stellt man ja auch Fragen im Wissen, dass ich die Antwort vielleicht ein paar Wochen später beim anderen Zeugen gebrauchen kann. Ja. Auch das braucht man. Ich brauche ja manchmal ein Vernehmungsprotokoll des Ausschusses, wo ich sage, okay, das kann ich im Zweifel 4-5 Wochen später dem Zeugen X dann vorhalten. Also was wir vor allem jetzt in den letzten Wochen ja erlebt haben, wo wir wirklich in Koblenz angefangen haben bei der Zeugin, die die Unterschrift unter die Vergabe geleistet hat oder die Vergabe geprüft hat. Das war ja alles Vorarbeit jetzt für die Befragung von Herrn Bühler, dass man einfach, sie müssen ja verhindern können, dass quasi die Großkopfanten mit dem Finger nur nach unten zeigen und sagen, die waren es. Deswegen müssen wir erstmal die, auf die potenziell gezeigt werden könnte, befragen. Wie arbeiten Sie denn mit den anderen Fraktionen zusammen? Oder Sie sagen gerade, es sind nicht 6 getrennte Befragungen, also müssen Sie sich ja irgendwie ein bisschen abstimmen? Unterschiedlich gut. Das ist wie sonst im parlamentarischen Leben. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, mit denen kommt man auch persönlich besser klar. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, mit denen kommt man gar nicht klar. Ich glaube, es ist auch kein Betriebsgeheimnis, dass Grüne und die AfD quasi überhaupt keinen Kontakt und Austausch miteinander haben, bis auf der offiziellen Arbeitsebene, wo man sich treffen muss. Es ist schon so, dass man mit, will ich mal gar nicht verhehlen, mit der FDP, mit der Linken, beispielsweise auch mal über Erkenntnisse redet. Dass also auch, es kommt auch mal vor einer Ausschusssitzung, dass man einem Kollegen oder einer Kollegin eine SMS schickt, sagen wir, du kannst mir mal die Mattnummer von dem Vorhalt bitte rüberschicken. Ja. Das ist auch wichtig. Ich finde es auch kollegial wichtig und das ist auch das, wo man ja der Öffentlichkeit es schuldig ist, als Parlament gemeinsam Aufklärung zu leisten. Wenn ich jetzt gewisse Dinge nur als Herrschaftswissen behandle, dann hilft es ja niemandem weiter, weil wir wollen ja, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir wollen ja nicht irgendwie, natürlich will man individuell auch gut dastehen und will als fleißig gelten, aber es muss ja darum gehen, Erkenntnisse ans Tageslicht zu fördern. Und arbeiten Sie mit der SPD oder der CDU auch so eng zusammen? Natürlich sind die Rollen Opposition und Koalition unterschiedliche Rollen. Das gilt auch für Untersuchungsausschüsse. Da hängt es sehr persönlich davon ab, wie gut man sich kennt und wie vertrauensvoll man sich austauscht. Und es ist ja für Kollegen der Koalition oftmals schwieriger zu sagen, dass man mit der Opposition zusammenarbeitet als mit der Opposition. Also die Koalition steht ja auch immer irgendwie in der Pflicht, ihre Ministerin verteidigen zu wollen bis zum gewissen Grad. Wir arbeiten zusammen und wir schaffen es auch oft, dass Dinge im Vertraulichen bleiben. Und das ist manchmal auch wichtig, ganz klar. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass ein Oppositionspolitiker mal eine Frage gestellt hat von einem CDU-Kollegen, der sie nicht stellen darf. Oh, interessant. Oder der dann ein Problem bekäme, wenn er sie stellen würde. So, und welche Frage das war, ist natürlich mein Betriebsgeheimnis. Und welcher CDU-Kollege das war, natürlich auch. Aber es bedeutet auch, in der CDU, in der Union gibt es einen Aufklärungswillen. Der ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich glaube, das merken Sie ja auch bei Zeugenbefragungen, welche Fragen gestellt werden und ob sie nur abgelesen werden oder wie. Aber wir begegnen durch die Bank weg. Jetzt nehmen wir gar nicht mal nur die Kollegen, die im Untersuchungsausschuss sitzen. Wir begegnen durch die Bank weg auch Kollegen, die sagen, was da abgelaufen ist, ist eine Sauerei. Wir müssen gucken, dass sie sich nicht wiederholt. Angenommen, Sie würden jetzt, wir machen mal ein kleines Planspiel. Die Grünen werden so stark, dass sie unbedingt in die Regierung müssen und angenommen, Sie würden das Verteidigungsministerium kriegen und Ihnen würde so ein Lapsus passieren. Wie würden Sie das Ganze aufklären? Ich könnte es mir natürlich jetzt einfach machen und sagen, die Frage enthält zu viele Wenns und man soll auf hypothetische Fragen nicht antworten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich werde nie Verteidigungsminister werden, um das klarzustellen. Aber wir machen manchmal hier im Büro das Planspiel. Also meine Mitarbeiter und ich, Tobias, wenn du in der Rolle von von der Leyen gewesen wärst. Hätten wir es anders gemacht, hätten wir es besser gemacht. Also ich finde, die Frage ist ja auch legitim. Und wenn ich gemerkt hätte, dass es diese Menge von Fehlern gibt, glaube ich, hätte ich mal versucht, meine eigenen Werte, die ich immer öffentlich predige, nämlich Transparenz, Fehlerkultur, Verantwortungsbewusstsein zu leben. Das bedeutet, ich hätte, glaube ich, früher von mir aus eingestanden, dass es Fehler gibt. Ich hätte nicht versucht, es zu vermischen, aber die Ergebnisse der Beratung waren doch ganz gut, weil das ist so ein bisschen die Theorie, der Zweck heiligt die Mittel. Und ich finde, wenn Fehler passieren, muss man es ja auch Fehler nennen und darf sich nicht draus rausnehmen. Die Ergebnisse der Beratung waren ganz gut. Was meinen Sie damit? Also Sie hören immer wieder, dass bei PLM doch was rausgekommen sei. Das ist für mich so ein bisschen die Verteidigungslinie, der Zweck heiligt die Mittel. Es sind doch Folien entstanden oder es sind doch irgendwelche Dokumente entstanden, mit denen können wir was anfangen. Ja. Aber wenn das mit Rechtsbrüchen, mit dem Bruch des Vergaberechts, wenn das vielleicht auf Basis von
ein Buddy-System oder nennen wir es Vetternwirtschaft, wenn es vielleicht zu teuren Preisen zustande gekommen ist, dann ist es trotzdem ein Fehler geblieben, auch wenn, also wenn Sie einen Maurer bestellen als öffentliche Hand, dem zu viel bezahlen und Wettbewerb umgehen, dann können Sie zwar sagen, ja, es ist eine Mauer gemauert worden, aber trotzdem ist Recht und Gesetz gebrochen worden. Also ich glaube, also an vornherein Stelle mehr offenes Visier, klareres Bekenntnis zu Fehlern und eben auch Verantwortlichkeiten nicht scheuen am Ende des Tages. Also Frau von der Leyen spricht ja nur von einer Kette von Fehlern und irgendwie hat jeder ein bisschen was verbockt. Mhm. Sogar Bismarck hat schon gesagt, für jeden Vorgang kann man eine Verantwortlichkeit feststellen. Das hat schon der alte Bismarck gesagt. Und eigentlich muss man das gerade im Verteidigungsministerium, also wenn es um staatliches Handeln geht und wenn es um eine Menge Kohle geht, muss man den Grundsatz beherzigen. Wenn man es nicht tut, geht Vertrauen in die öffentliche Verwaltung verloren. Man sprach am Anfang häufig von so einem System von der Leyen. Würden Sie auch von einem System von der Leyen sprechen? Ja, das würde ich. Ich weiß, das ist ein harter Vorwurf. Und zwar würde ich an folgender Stelle von einem System von der Leyen sprechen. Frau von der Leyen hat schon als Arbeits- und Sozialministerin oft den Ansatz verfolgt, dass wenn, ich sag mal, der Beamtenapparat gewisse Dinge nicht oder nicht schnell genug umsetzen kann, man Unternehmensberatungen ruft, die das machen sollen. Also wenn man sich einfach anschaut, was im Arbeits- und Sozialministerium für Beratung ausgegeben wurde. Und als Frau von der Leyen dann Verteidigungsministerin wurde, wie die Gelder sich erhöht haben, wie man verstärkt diese Strategie verfolgt hat, wir gucken, dass wir Ergebnisse produzieren, indem wir Unternehmensberatungen uns ins Haus holen. Dann ist das für mich sozusagen der Ansatz oder das System von der Leyen. Und wenn von der Leyen das tut, dann trägt sie natürlich auch die Verantwortung, dass die Unternehmen korrekt handeln, dass da korrekt mit umgegangen wird. Also wenn man das macht, das ist für mich eine der Lehren, die ich jetzt schon gezogen habe, da muss man klarer und präziser umreißen am Anfang und nicht erst mittendrin, was sollen eigentlich die Beratungsunternehmen leisten, was sollen die genau tun und nicht irgendwie, wenn die schon Stunden aufgeschrieben haben. Ja. Und dann muss man auch sicherstellen, dass die Ergebnisse, die hervorgebracht werden, dass sie auch umgesetzt werden. Und zwar nicht in einem Folgeprojekt von einer Unternehmensberatung, die sich dann goldenen Reibach verdient, sondern dass dann das Ministerium oder in dem Fall die Bundeswehr in der Lage ist, mit den Ergebnissen auch was anzufangen. Würden Sie sagen, dass Sie die Berater aus dem Ministerium, aus den Ministerien, aus der Regierung rausfegen wollen? Also ich bin da überhaupt kein Dogmatiker. Und da geht es mir nicht um Ideologie. Es mag immer wieder Situationen geben, wo eine Beratung auch gegenüber der öffentlichen Hand sinnvolle Dinge leisten kann. Also das sind für mich, ich sag mal, Sachen, die zum Beispiel einmalig vorkommen oder zeitlich begrenzt vorkommen. In dem Fall habe ich überhaupt nichts dagegen, sich Beratung zu rufen. Aber ich würde im Verteidigungsbereich sicherlich die Menge der Berater verringern. Ich würde sie drastisch verringern. Und ich würde darauf achten, dass quasi Unternehmensberatungen nicht gerufen werden, einfach nur um Personallücken zu stopfen, wie es geschehen ist. Sondern wenn ich mir Beratung ins Haus holen würde, dann ganz klar zeitlich und inhaltlich begrenzt umrissen. Sie müssen ganz genau Grenzen setzen, was soll Beratung leisten. Und ich würde danach evaluieren und feststellen, können wir mit den Ergebnissen was anfangen? Was ist damit passiert? Ist mehr rausgekommen als ein paar Seiten Papier? Und wenn ich das Gefühl habe, das bringt nichts, dann würde ich es bleiben lassen, beziehungsweise dann auch eine gewisse Firma nicht mehr beschäftigen. Wie sind denn Sie eigentlich damals zur Politik gekommen? Ich war schon als Jugendlicher durchaus politisch. Also ich habe mit 16 sind Sie eingetreten, ne? Genau, und ich habe mit 15 wurde ich Chefredakteur der Schülerzeitung an meinem Gymnasium. Das war ja auch schon Meinungsbildung, also Meinungen vertreten, sich mit Menschen, die auch eine andere Meinung haben, auseinanderzusetzen. Es gab dann in Wörth am Rhein, meiner Heimatstadt, ein Jugendparlament. Da musste man in keiner Partei sein. Da konnte man sich um Dinge wie Eintrittspreise fürs Freibad unterhalten oder ob es einen Fußgängerüberweg zwischen dem Schulzentrum und einem Einkaufszentrum gibt für die Mittagspause. Was die Leute beschäftigt. Es beschäftigt, vor allem ist es insofern befriedigend, weil man sieht die Ergebnisse des eigenen Handelns viel schneller als in der Bundespolitik. So habe ich viele Parteien kennengelernt und bin dann bei den Grünen hängen geblieben, aus guten Gründen, wie ich nach wie vor finde. Eben aus dem Thema Nachhaltigkeit, also die Grünen probieren Probleme so zu lösen, dass auch künftige Generationen das nicht auf ihren Schultern haben. Und so bin ich mit 16 dann Grünen-Mitglied geworden. Was fahren Sie denn für ein Auto? Sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, meine Frau, mit der ich in Berlin lebe, die hat sich jetzt einen Hybridwagen von Toyota gekauft. Den fahre ich auch ab und zu, mit dem bin ich sehr zufrieden. Im Wahlkreis habe ich tatsächlich einen 1er BMW Diesel.
nicht ganz offen, ich habe mir den 2011, als er im Bundestag kam, gekauft, hauptsächlich wegen dem Dieselverbrauch, also niedrige Verbrauchswerte, niedriges CO2. Ich sage ganz offen, ich würde mir nie wieder einen Diesel kaufen in meinem Leben, jetzt vor allem nach dem, was wir heute wissen. Mhm. Ich sage immer, ich bin auch einer derer, die sich von der Automobilindustrie betrogen fühlen. Mhm. Aber die Konsequenz kann ja nicht sein, dass ich dieses Auto jetzt frühzeitig verschrotte und damit ja auch wieder Emissionen freisetzt. Und die Konsequenz muss sein, dass die Automobilindustrie sich an ihre Versprechen hält und im Zweifel das Fahrzeug nachrüstet. Ja. Will ganz offen sein, aber ich bin immer froh, wenn ich kein Auto fahren muss. Also ich bin immer dann froh, wenn ich eine Alternative habe. Ich gehöre im Wahlkreis zu den Menschen, die sich nicht fahren lassen. Ich fahre da selbst. Mhm. Und Zeit am Steuer zu verbringen, ist verlorene Zeit. Wenn ich in einem Zug sitze, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich im Bus sitze im Zweifel, da habe ich Zeit gewonnen, wo ich E-Mails machen kann, Telefonate führen kann, was Sinnvolles mit meiner Zeit anstellen kann. Sie sind ja auch Mitglied im Stadtparlament, ne? Das war ich. Ah, Sie waren. Ich habe, als ich 2011 im Bundestag kam, mein Sitz im Kreistag, mein Sitz im Stadtrat niedergelegt. Mhm. Ganz ehrlich, aus drei Gründen. Der eine Grund ist, ich finde, die Grünen können sich breit genug aufstellen, dass nicht irgendwie alles vor Ort auf den Abgeordneten zulaufen muss. Das ist auch eine Zeitfrage. Ich mache hier, was ich im Bundestag mache, das sehr intensiv, auch zeitintensiv. Und ich finde, wenn man was macht, soll man es richtig machen. Ja. Zweiter Grund, es gibt ja auch eine vertikale Gewaltenteilung in unserem Land. Mhm. Also als Bundespolitiker muss ich ja auch darauf achten, ich sitze auch im Rechnungsprüfungsausschuss, dass Länder und Kommunen mit der Kohle, die sie vom Bund erhalten, korrekt umgehen. Ja. Da hätte ich einen Interessenskonflikt, zumindest sehe ich den bei mir. Und dritter Grund, ich bin ja als Bundestagsabgeordneter etwa die Hälfte der Zeit in meinem Wahlkreis, die Hälfte der Zeit hier in Berlin. Mhm. Wenn man ein kommunales Mandat wahrnimmt, ich will ganz ehrlich nicht in die Bredouille kommen, wie viele Nächte ich wo verbracht habe. Will aber ganz ehrlich sagen, die zwei, drei Jahre, wo ich Kommunalpolitik dann wirklich gemacht habe, das war eine sehr wertvolle Zeit für mich. Mhm. Also ich rate jedem Bundestagsabgeordneten kommunal anzufangen. Jetzt nicht wegen Thema Ochsentour, aber wegen dem Thema, man lernt eine Menge. Einfach auch an lebenspraktischen Erfahrungen. Und von denen zähle ich heute noch. Definitiv. Wie kommen Sie denn eigentlich in Ihren Wahlkreis? In meisten Fällen tatsächlich mit dem Zug. Das geht mit dem ICE, also ICE Berlin, Karlsruhe und dann über den Rhein nach Wörth am Rhein und nach Landau, wo ich das Büro habe, geht es ganz gut. Wenn die Bahn pünktlich fährt, wenn die Anschlüsse klappen, ist eine sehr angenehme Sache. Es gibt aber auch Situationen, und das sind natürlich Bundestagsabgeordnete, das sind keine Heiligen. Mhm. In seltenen Fällen wird auch mal ein Inlandsflug notwendig. Mhm. Leider ist es immer noch so, dass auf manchen Strecken man mit dem Inlandsflug 1,5-2 Stunden gegenüber der Bahn einspart. Es gibt Situationen, da kommt es vor. Als Grüne drängen wir aber darauf, dass der Deutsche Bundestag einen CO2-Ausgleich leistet für dienstlich veranlasste Flüge von Abgeordneten. Das tut er heute nicht. Und solange er das nicht tut, haben wir einen Fraktionsbeschluss als Grüne, dass wir nämlich aus eigener Tasche dann auch eine CO2-Kompensation für solche Flüge zahlen. Und dann fliegen Sie Business Class? Abgeordnete fliegen meist Business Class. Mhm. Ich gucke da auch ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Ich bin ganz ehrlich, der Punkt bei der Business Class ist jetzt nicht irgendwie das Brötchen mehr, das man bekommt. Nein, nein. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern wenn es zeitlich eng ist und wenn man kein Gepäck dabei hat, dann spart man natürlich auch beim Ein- und Aussteigen nochmal bis zu 20 Minuten. Und ich habe ja gesagt, ich mache es genau dann, wenn es zeitlich eng ist. Ich frage auch ehrlich. Gehen Sie mal davon aus, wenn die Fälle eintreten, dann macht man es tatsächlich an der Stelle, wo wirklich die Luft brennt. Ja. Das ist nicht schön, das ist nicht vorteilhaft. Ich würde gerne in einem Land leben, wo Inlandsflüge nicht mehr notwendig sind. Mhm. Nur ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich hinstellen, so nach dem Motto zu behaupten, ich esse nie Fleisch, ich fahre nie Auto und ich mache nie einen Inlandsflug, sondern ich weiß um die ökologischen Folgen, da ist der CO2-Fußabdruck der Eigner kein guter. Ich finde, wenn es vorkommt, muss man dazu stehen und da muss man gucken, dass man eben einmal über CO2-Ausgleichen, dafür, dass man für Alternativen kämpft, die Welt trotzdem versucht, noch einen Ticken besser zu machen. Eine Frage hätte ich noch, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Haben Sie irgendwie Rüstungsindustrie oder so bei Sie im Wahlkreis? Also nicht direkt. Ich habe bei mir in Wörth am Rhein, meiner Heimatgemeinde, das größte LKW-Montagewerk der Welt von Mercedes-Benz. Mhm. Da merken Sie schon, ist unabhängig dafür, ob die Dinger für Rüstung benutzt werden. Das ist auch für einen Grünen ein Spannungsfeld, wenn man in einer 18.000 Einwohnergemeinde einen Arbeitgeber mit 13.000 Arbeitsplätzen hat, der jetzt eben nicht Solarzellen oder Akkus für E-Autos herstellt, sondern LKWs. Mhm. Auch damit muss man umgehen können. Und natürlich stellt diese Firma auch den ein oder anderen LKW fürs Militär her. Das ist ein Faktum.
Sie werden an meinem Abstimmungsverhalten zu LKW-Produkten für die Bundeswehr sehen, wo man nämlich nicht bei Mercedes-Benz gekauft hat, sondern bei Konkurrenten, weil sie preiswerter sind, dass ich da sehr wohl das trennen kann. Also sie, ich glaube, das ist mir auch wichtig. Okay. Eine letzte Frage noch. Sie haben es vorhin schon gesagt, dass Sie nicht Verteidigungsminister werden, aber würden Sie sich als grüne Fraktion, sage ich mal, irgendwie an der Regierung beteiligen in absehbarer Zeit? Erstmal haben wir ja eine Bundesregierung, die ist gewählt. Ja, aber es kommen ja bald Wahlen. Ja, das ist, wir haben eine Wahlperiode, die dauert bis 2021. Ich will gar nicht auf Neuwahlen aus. Also die Frage stellt sich ja im Moment nicht. Aber machen wir es kurz. Eigentlich erwarte ich, dass die Große Koalition jetzt ihre Arbeit macht, nicht rumstreitet. Wenn sich die Frage stellen sollte, nach irgendwelchen Neuwahlen oder wie auch immer. Ja, vielleicht auch einfach nach regulären Wahlen. Oder nach regulären Wahlen im Jahr 2021. Dann haben wir ja schon bei den Jamaika-Verhandlungen als Grüne gezeigt, dass wir die Verantwortung nicht scheuen, sondern dass wir Verantwortung suchen. Mhm. Und das würden wir auch weiterhin tun. Das heißt nicht regieren um jeden Preis, aber das heißt es harte Ringen um vernünftige Kompromisse. Und Sie wären dann mit von der Mannschaft, aber nicht als Verteidigungsminister? Also ich glaube, wenn wir, das sind jetzt immer solche Antworten, wo man tausende Wenns vorne ranstellen müsste. Also wenn es eine Regierung mit grüner Beteiligung geben sollte, dann haben wir natürlich gewisse Ministerien, die werden wir priorisieren. Uns geht es darum, dass wir die Klimakrise energisch bekämpfen. Uns geht es darum, dass wir wirtschaftlichen Wohlstand und ökologische Vernunft miteinander verbinden. Das heißt, wir werden um Ministerien streiten, wie Energie, wie Klimaschutz. Wir werden uns natürlich auch ums Thema Integration und Zusammenleben kümmern. Wenn dann, ich glaube, dass Verteidigungspolitik nie was ist, was für uns Resterampe ist. Ich meine, Sie merken ja auch, dass ich mich um das Thema kümmere. Ja. Das ist ja gar nicht der Punkt. Nur welche Fraktion am Ende, welches Ministerium irgendwie greift, ist eine Frage, die wird ja in der letzten Verhandlungsnacht beantwortet. Und da weiß niemand, wie die Konstellationen sind. Sie haben meine Frage auch schon beantwortet. Also ja, Sie würden sich beteiligen. An der Regierung würden wir uns beteiligen, wenn das inhaltlich stimmt. Klar, also wenn man da nur Posten kriegt und keine Inhalte, gehe ich nicht davon aus, dass die grüne Basis, die einen Vertrag billigen müsste, das tun würde. Okay. Unsere Mitglieder sind froh im Moment über gute Wahlergebnisse und gute Umfragen, aber deswegen sind sie nicht unkritisch. So gut kenne ich meinen Laden. Okay. Tobias Lindner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Sie müssen jetzt, glaube ich, direkt weitermachen. Befürchte ich, ja. Wir auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Fand ich jetzt von Fragen ganz, ey, Ton ist ja aus, von Fragen eigentlich ganz angenehm, um ehrlich zu sein, so dass es nicht so. Tja, und der Ton war natürlich noch an und den habe ich dann jetzt ausgemacht und deshalb ist dieser Satz auch so abgeschnitten. Aber der Satz ging in etwa so weiter, dass sich viele Journalisten dann doch nicht trauen, die Frage nach den Inlandsflügen zu stellen. Ich ehrlich gesagt, liebe Journalisten, frage mich, warum eigentlich? Ist ja keine schlimme Frage. Und gerade bei einem Grünen ist die doch irgendwie angebracht, oder? Meint ihr nicht? Und das war's dann eben auch schon wieder mit der 20. Episode zur Berateraffäre, zum Podcast zur Berateraffäre. Wenn ihr nicht genug kriegt, nächste Woche gibt's schon die nächste Folge und die ist dann mit Rüdiger Lukassen von der AfD. Spannend, sage ich da bloß. Und wenn ihr in der Zwischenzeit immer noch nicht genug habt, dann folgt uns doch auf Twitter oder Instagram, jeweils @berateraffäre und die Berateraffäre mit AE. Ansonsten berateraffäre.de gibt's ja auch noch. Da findet ihr nochmal alle Sommerinterviews im Überblick oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt jetzt auf den kleinen Abo-Button. Und wenn ihr noch Anregungen, Fragen und Kritik habt, dann schreibt die doch in unsere Kommentarspalte auf berateraffäre.de. Der Link ist in der Beschreibung. Und wenn euch dieses Programm so richtig gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen. Entweder mit einer kurzen Rezension auf iTunes oder einem anderen Podcast-Verzeichnis eurer Wahl. Ihr könnt einen Blogbeitrag schreiben oder was auch immer. Und was uns natürlich auch hilft, ist, wenn ihr einfach ein paar Münzen in unseren digitalen Hut werft. Ihr findet alles dazu in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Die Adresse sage ich jetzt nicht nochmal, aber dort findet ihr alles. PayPal.me könnt ihr nutzen, IBAN und Steady. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Hier war der Podcast zur Berateraffäre und aus dem Studio hat sich nochmal in den sommerlichen Tagen Patrick Pehl gemeldet.